Einen schönen guten Tag. Vor 10 Jahren stimmten alle im Bundestag vertretenen Parteien, mit Ausnahme der Vertreterin meiner Partei, für die Einführung von Hartz IV. Für uns ist dieser Jahrestag im Anlass, eine Bilanz zu ziehen. Und es ist bekannt, dass wir als Linke von Anfang an ganz grundsätzlich Hartz IV kritisiert haben. Wir wollen aber bei dieser Bilanz vor allem die Ergebnisse an dem messen, was von Seiten der Initiatoren, der Autoren als ursprüngliche Ziele angegeben waren, und sie schon einmal an diesen Zielen messen. Also Ziele, die damals genannt wurden, hießen erstens schnelle und passgenaue Vermittlung in Arbeit. Zweitens ging es um eine ausreichende materielle Absicherung bei Arbeitslosigkeit. Drittens ging es um eine Entlastung der kommunalen Gebietskörperschaften. Viertens wurde eine bürgerfreundliche Verwaltung angestrebt. Und fünftens eine breite Zustimmungsfähigkeit der Gesetze anvisiert. Was ist davon übrig geblieben? Um es schon mal vorwegzunehmen, die Bilanz von Hartz IV ist eindeutig. Hartz IV ist in all den Zielen der Initiatoren ein Misserfolg. Schauen wir uns das mal im Detail an. Also, Erwerbslose werden in Hartz IV mitnichten besser in Arbeit vermittelt. Also von einer schnelleren und passgenaueren Vermittlung kann überhaupt gar keine Rede sein. Der zentrale Indikator für die Qualität von Vermittlung ist ja die Verweildauer im Hartz IV-System. Und da sind die Zahlen doch sehr erschlagend. Fast 80% aller Leistungsberechtigten sind nach offiziellen Angaben der Bundesagentur länger als ein Jahr im Hartz IV-System. Und immerhin mehr als 46% sind länger als 4 Jahre im Hartz IV-System. Und da muss man ganz klar sagen, dieser Verweildauer übersteigt Hartz IV die Verweildauer des doch so heftig kritisierten Vorgängersystems Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe deutlich. Nachhaltige Integration aus dem Hartz IV-System in Erwerbsarbeit ist ein vergleichsweise eher seltenes Ergebnis. Gerade einmal ein Viertel aller Leistungsberechtigten beenden ihren Leistungsbezug durch die Aufnahme von Erwerbsarbeit. Und selbst dort, wo es eine Vermittlung in Erwerbsarbeit gibt, sind häufig sehr prekäre Formen, wie zum Beispiel Leiharbeit, der Fall. Also wir wissen, es ist uns bestätigt worden, jede dritte Stelle, die die Bundesagentur anbietet, ist eine Stelle in Leiharbeit. Also im Kern lässt sich da wirklich ein Drehtüreffekt feststellen. 50% der Menschen, die in Hartz IV wieder reingehen, also Zugänge zu Hartz IV, heißt es im Bürokratendeutsch, waren bereits im Jahr davor leistungsberechtigt. Und ein Viertel aller Abgänge sind bereits nach 3 Monaten wieder leistungsberechtigt. Also insofern kann man hier wirklich nicht von nachhaltiger Integration in Erwerbsarbeit reden. Also, und generell stellen wir fest, dass in den letzten Jahren die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik durch die vorangegangenen Regierungen massiv gekürzt worden sind. Also um mal 2 Zahlen zu nennen, im Jahr 2002 waren noch 22 Milliarden eingestellt für SGB II und SGB III. Im Jahr 2011 ist das gekürzt worden auf 15 Milliarden. Der Kahlschlag bei der Arbeitsförderung ist also auch ein Grund für die bescheidenen Erfolge bei der Vermittlung. Zweites Ziel war ja eine ausreichende materielle Sicherung bei Erwerbslosigkeit, und davon kann nun wahrlich überhaupt keine Rede sein. Also ganz im Gegenteil, wir stellen fest, dass das Armutsrisiko bei Erwerbslosigkeit deutlich gestiegen ist. Es gibt ja unterschiedliche Formen, eine Armutsrisikogrenze zu berechnen. Ich will jetzt mal nur eine Zahl, also auf eine Berechnung mich benennen. Das ist die Einkommensverbrauchsstichprobe. Das ist immerhin die Berechnung, auf die sich die Bundesregierung bezieht, wenn sie die Hartz-IV-Regelsätze ermittelt. Und nach diesen Zahlen war es so, dass im Jahr 2003 noch 50% aller Erwerbslosen armutsgefährdet waren oder unter die Armutsrisikogrenze gefallen sind. Im Jahr 2018 sind schon 75% aller Erwerbslosen unter die Armutsrisikogrenze gefallen. Und deswegen will ich eine Sache ganz klar festhalten. Hartz IV ist und bleibt Armut per Gesetz. Kommen wir zum, ich will vielleicht noch auf eine aktuelle Sache eingehen. Bei der Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze, was ja eine Auflage des Bundesverfassungsgerichts war, wurde von Seiten der schwarz-gelben Regierung damals getrickst. Die SPD-regierten Bundesländer haben das dann auch mitgetragen, die Neuberechnung. Inzwischen haben wir ein neues Urteil vom Sozialgericht Berlin aus dem April 2012. Dieses Sozialgericht hat die Neuberechnung als verfassungswidrig eingestuft, und nun ist es beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Im Juli ist ein offizielles Gutachten übrigens im Auftrag der Bundesregierung rausgegeben worden. Und in diesem Gutachten ist nochmal deutlich gemacht worden, dass bei der Berechnung der Hartz-IV-Regelsätze verdeckt Arme
Also Menschen, die so arm sind, dass sie eigentlich Anspruch auf Hartz IV hätten, das aber nicht realisieren, aus den unterschiedlichsten Gründen, dass die mit reinbezogen wurden bei der Berechnung. Das heißt, wir haben hier Zirkelschlüsse, die Menschen werden immer ärmer, können weniger ausgeben und deswegen ist das Ergebnis, dass die Hartz IV-Regelsätze niedriger sind. Kommen wir zum dritten Ziel, was damals die Initiatoren von Hartz IV verkündet haben. Die Kommunen sollten um 2,5 Milliarden Euro entlastet werden. Ich habe mich nur mit vielen Kommunalpolitikern unterhalten. Die haben mir immer gesagt, ihnen kommen die Tränen, wenn sie an die angeblichen Entlastungswirkungen von Hartz IV denken. Diese Entlastungen sind tatsächlich niemals dokumentiert oder irgendwo belegt worden. Ganz im Gegenteil, die Kommunen stöhnen unter der Last der zunehmenden Ausgaben im Bereich des SGB II. Das vierte Ziel oder ein vierter Punkt, der uns sehr wichtig ist, wenn wir über die Bilanz von Hartz IV reden. Hartz IV entrechtet und entwürdigt die Leistungsberechtigten. Heutzutage gilt, jede Arbeit ist zumutbar. Wer einen Widerspruch einlegt, selbst wenn es um existenzielle Not geht, hat dieser Widerspruch erstmal keine aufschiebende Wirkung. Man muss darauf hoffen, dass er schnell bearbeitet wird, was wahrlich nicht immer der Fall ist. Es gibt eine Schnüffelpraxis, wonach spioniert wird, inwieweit es sich bei WGs oder anderen Formen des Zusammenlebens um eine eheähnliche Gemeinschaft handelt. Insofern können wir hier nur sagen, Hartz IV entrechtet und entwürdigt die Leistungsberechtigten. Und das Verheerende dabei ist, wir reden ja gleich noch über die Sanktionen, dass auch viele der Sanktionen, die nach der heutigen sehr strengen Rechtslage verhangen werden, auch dann noch fehlerhaft sind. Und das deutet sich dadurch an, dass 38% aller Widersprüche gegen Sanktionen und 44% aller Klagen gegen Sanktionen Recht bekommen. Das heißt also, Menschen wird das Lebensnotwendige gekürzt und dann auch noch mit vielen Fehlern, selbst nach der geltenden, sehr strengen Rechtslage. Ja, von einer bürgerfreundlichen Verwaltung kann nun auch keine Rede sein. Ich will nur sagen, das liegt nicht einfach an den Mitarbeitern der Jobcenter, sondern das ist strukturell vorgegeben, weil es von Seiten Bundesregierung und Spitze der Bundesagentur einen entsprechenden Druck gibt. Und dass die Angst, in Hartz IV zu fallen, viele Menschen dazu führt, eher Ansprüche nicht wahrzunehmen, sehen wir daran. Wir haben eine sehr hohe Zahl von verdeckten Armen. Also Menschen, die eigentlich Anspruch hätten, aber keinen Antrag stellen. Es gibt Untersuchungen von sehr renommierten Armutsforscherinnen, die sagen, wir haben bis zu 5 Millionen Menschen in diesem Land, die eigentlich noch Anspruch hätten, zumindest aufstockend was zu bekommen, das aber nicht realisieren. Ja, und von einer breiten Zustimmung kann ja nun auch wahrlich keine Rede sein. Also die Sorge vor dem Absturz, im Gegenteil, befördert Abstiegsängste in der Mittelschicht. Und wir müssen auch sagen, die Angst, das Damoklesschwert in das Sanktionssystem Hartz IV zu fallen, verschlechtert die Verhandlungssituation von Beschäftigten. Und so mancher nimmt schlechte Löhne, familienfreundliche Arbeitszeiten und andere Zumutungen in der Erwerbsarbeitswelt in Kauf, einfach aus lauter Angst, dass er ansonsten in das Sanktionssystem Hartz IV fällt. Um es zusammenzufassen, 10 Jahre Hartz IV, das ist für uns eine Schadensbilanz. Eine Integration aus Hartz IV in Erwerbsarbeit ist ein vergleichsweise sehr seltenes Ereignis. Das Armutsrisiko bei Erwerbslosigkeit ist deutlich gestiegen seit der Einführung von Hartz IV und die versprochene Entlastung der Kommunen ist in keiner Weise belegt worden. Ich möchte aber auch einen aktuellen Ausblick wagen. Und zwar, wenn man in den Koalitionsvertrag schaut, ist es ja bemerkenswert, dass zum Bereich Hartz IV so gut wie nichts drinsteht. Es wird lediglich auf die Bund-Länder-Arbeitsgruppe verwiesen. Das klingt erstmal ganz harmlos, will aber sagen, dass was wir bisher an Dokumenten von dieser Arbeitsgruppe bekommen haben, liest sich wie eine Giftliste. Um nur zwei Punkte zu benennen, die dort erstmal ganz unverbindlich vorgeschlagen werden. Da wird zum einen vorgeschlagen, dass der Zuschuss, den bisher Alleinerziehende bekommen, wenn keine Erwerbstätigkeit vorliegt, einfach gestrichen werden soll. Und diese Giftliste sieht vor, dass Selbstständige, die aufstockend auf Hartz IV-Leistungen angewiesen sind, bloß noch für die Dauer von 2 Jahren solche aufstockenden Leistungen beziehen können. Also hier droht nichts Gutes, hier droht eher Schlechtes. Andererseits haben wir jetzt mit Andrea Nahles eine Sozialministerin, die noch im Jahr 2010 gegenüber Medien, unter anderem der Rheinischen Post, das wörtliche Zitat von sich gab. Nach unseren Berechnungen muss der Hartz für Regelsatz über 400 Euro liegen. Alles andere ist künstlich heruntergerechnet.
Ich hatte ja selber auch eine eigene Expertengruppe eingerechnet. Nach meinen Berechnungen muss der Regelsatz deutlich über 500 Euro liegen. Aber wenn die SPD damals ausgerechnet hat, dass es über 400 liegen müsste, kann man sie erstmal bei dem beim Wort nehmen. Und wir sind gespannt, inwieweit sich jetzt Andrea Nahles als Sozialministerin an diese ihre Worte erinnern wird. Aber glücklicherweise gibt es auch eine positive Entwicklung und deswegen freue ich mich ganz besonders sehr, dass Inge Hannemann heute hier in Berlin ist. Danke. Ich möchte erstmal die offiziellen Zahlen der Petition nochmal mitteilen. Online haben wir jetzt aktuell 54.595. Das bedeutet, das Quorum von 50.000 wurde schon mal sehr gut überschritten. Und wir haben per Liste rund 29.000 Unterschriften, die bereits jetzt heute beim Petitionsausschuss durch meine Person eingereicht worden sind. Das heißt, wir liegen jetzt gesamt über 83.000 Stimmen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass es die erste Petition ist im Rahmen des Sozialgesetzbuchs II und Hartz IV, die überhaupt das Quorum von 50.000 erreicht. Wir hatten eben nur vier Wochen Zeit und die wurden genutzt durch bundesweite Solidarität, Hilfsbereitschaft, durch Einzelaktivisten, durch Betroffene, auch sehr viele Nicht-Betroffene, Verbände, Gewerkschaften, Parteien, natürlich voraus die Linken als auch die Piraten. Sonst hätten wir das gar nicht geschafft. Also ich sehe die Petition für uns erstmal als Bewegung, als einen Erfolg an. Und warte jetzt, wie der Petitionsausschuss weiter entscheidet. Was auffiel während der Petition innerhalb dieser vier Wochen, waren viele Schreiben aus jedem Bundesland, die ich dazu bekommen habe, zu den Listen, wo die Menschen unter anderem schreiben, als sie gesammelt haben. Diesbezüglich möchte ich lese jetzt hier mal ein Schreiben vor. Diesbezüglich möchte ich an dieser Stelle aber nicht unerwähnt lassen, dass es sehr schwer war, überhaupt jemanden zu finden, der sich bereit erklärt, sich in diese Listen einzutragen, da viele durch dieses menschenunwürdige und verachtende Hartz-System mittlerweile derart eingeschüchtert und verängstigt sind, dass sie, sollten sie sich in diese Listen eintragen, an diese von Seiten der Bundesagentur für Arbeit missbräuchlich in ihrem Kundenverzeichnis abgeglichen, in eine sogenannte schwarze Liste angelegt werden, für sich und ihre Angehörigen persönliche Nachteile fürchten. Eine, finde ich, für mich sehr erschreckende Aussage. Dann, die sich auch noch mal durch einen anderen Brief bestätigt. Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass Betroffene sehr ängstlich sind, sich an der Unterschriftenliste zu beteiligen. Mir haben diese Unterschriftlisten Angst gemacht, weil ich ganz deutlich gesehen habe, dieses Sanktionssystem, dieses auch Hartz-IV-Konstrukt macht auf beiden Seiten Angst. Einmal natürlich große Angst bei den Betroffenen, aber auch, ich habe auch mit vielen Nicht-Betroffenen gesprochen, bei den Nicht-Betroffenen. Die Nicht-Betroffenen, die haben mir ganz klar gesagt, ich kann morgen betroffen sein. Dann gehe ich aber lieber in den prekären Arbeitsmarkt, arbeite auch für 5 Euro, für 6 Euro, bevor ich überhaupt jemals ein Jobcenter betreten muss. Das bedeutet, Hartz IV, Jobcenter, der prekäre Arbeitsmarkt, macht die Menschen erpressbar, indem sie sich ihrem Schicksal sozusagen ergeben und sagen, dann nehme ich lieber Niedriglohn an, gucke, dass ich 2 Stellen habe, um irgendwie über die Runden zu kommen. Im Hintergrund dabei bleibt aber der Mensch als Person und natürlich seine Familie. Ja, weil man muss sich vorstellen, wenn ein Mann, eine Frau 2, 3 Jobs hat, was nicht ungewöhnlich ist inzwischen, dass die Familie natürlich weit im Hinterhalt bleibt. Ja, dafür bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Sanktionspraxis ist ein Machtinstrument, was wir haben in den Jobcentern, was wir direkt, aber auch indirekt ausüben können. Und natürlich auch ausüben werden. Das bedeutet direkt, indem wir natürlich drohen und sagen, wenn Sie die Maßnahme, wenn Sie den Job nicht annehmen, auch den zweiten Job nicht annehmen, dann werden wir und können wir Sie sanktionieren. Indirekt bedeutet insofern, dass die Menschen genau wissen, wenn ich nicht das tue, was das Jobcenter sagt, werde ich sanktioniert. Das geht so weit, dass die Betroffenen die Briefe nicht mehr öffnen. Die haben einfach Angst.
Bei den Mitarbeitern herrscht ebenfalls große Angst vor. Und da spreche ich nicht nur aus meiner Person heraus, sondern von vielen auch Kollegen, die mir das bestätigt haben, über, wo wir auch viele Jahre drüber gesprochen haben. Wenn sie das nicht tun, was wir an Zahlen vorgelegt bekommen, wir bekommen Zahlen vorgelegt, dann haben sie Angst, dass sie gekündigt werden, dass sie dem Mobbing oder dem Bossing ausgesetzt werden oder sogar auch nicht entfristet. Das ist natürlich auch eine existenzielle Angst. Das bedeutet, wir haben auf beiden Schreibtischseiten Existenz gegen Gehorchen. Ein System, was ich persönlich als sehr menschenunwürdig bezeichne. Dann, und wenn ich Frau von der Leyen, die ja noch Arbeitsministerin ist, zitiere, die mal die Aussage gemacht hat auf eine Anfrage hin, ob auch Schwangere sanktioniert werden dürfen, und sie dieses bestätigt, ist das für mich eine Bestätigung, dass auch ungeborene Menschen der Sanktion, sage ich mal, zugrunde liegen, also betroffen werden. Und ich sage, unsere zukünftige Arbeitsministerin Andreas Nahles seit gestern ja, werde ich an dem messen, wie sie sich dazu äußert, wie sie die Hartz-IV-Gesetze umsetzt, auch die Sanktionspraxis, auch die angeplanten Verschärfungen, was Frau Kipping ja schon erwähnt hat. Sie muss sich daran messen lassen, das ist klar. So, und mal sehen. Die Bundesagentur für Arbeit, die schreibt im Übrigen in einem internen Papier, was an die Mitarbeiter letztes Jahr im Dezember herausgegangen ist, was auch noch nicht zurückgezogen wurde bisher, sprechen die davon, dass das Sanktionssystem einen erzieherischen Charakter aufweist. Betroffene sollen dazu angehalten werden, zukünftig ihren Pflichten nachzukommen. Das bedeutet, wir Jobcenter-Mitarbeiter bekommen einen erzieherischen Auftrag. Ich habe mit mündigen Menschen im Büro zu tun. Ich habe nicht mit Kindern zu tun, sondern mit mündigen Menschen. Auch wenn ich 15-Jährige habe, die im Übrigen zum Teil alleine ins Jobcenter kommen und das gar nicht dürfen, habe ich mit mündigen Menschen zu tun. Unsere Aufgabe, meine Aufgabe besteht nicht darin, Menschen zu erziehen. Und das ist das, was ich natürlich auch in der Öffentlichkeit ganz stark kritisiere. Und wenn ich um mich herum sehe, was Hartz IV System, das ganze Konstrukt verursacht, dann haben wir einmal tatsächlich die gewollte Armut, auch mit dem Niedriglohnsektor. Wir haben die verdeckte Armut, das sind auch eben die Menschen, die sich nicht melden, millionenfach vor lauter Angst. Wir haben Menschen, die wirklich an dem System zerbrechen, dann krank werden innerhalb des Systems, aber auch bei den Mitarbeitern unter großen Burnout leiden, unter schwersten Depressionen, Monate ausfallen, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten. Die Petition, die sollte jetzt eben noch mal, um zum Abschluss auch zu kommen, zum Ausdruck bringen, dass wir Menschen mobilisieren können, um sich gegen diese Sanktionspraxis aufzulehnen. Es heißt ja immer, der faule, schmarotzende Harzer, die sitzen ja nur vor dem Fernseher. Die werden nicht mobilisiert, die kann man auch nicht mobilisieren. Die hohe Anzahl der Stimmen beweist das Gegenteil. Das Totschlagargument, dass wir, wenn wir die beschönigten Zahlen nehmen von 3 Millionen Arbeitslosen, Entschuldigung, nehmen, das hätten ja 3 Millionen unterschreiben müssen, dann liegt das daran, dass tatsächlich festgestellt werden konnte, dass viele Betroffene tatsächlich keinen Computer haben. Die ganze Petition lief hauptsächlich auch online. Die Mainstreams haben nicht darüber berichtet. Dann also waren wir auf uns selbst gestellt. Viele Betroffene sind aus dem Jobcenter rausgekommen, wurden angesprochen, wussten gar nicht, was Sanktionen sind, obwohl sie eine Eingliederungsvereinbarung in der Hand hielten, wo das genau drinne erklärt ist. Das heißt, sie sind innerhalb des Jobcenters darüber auch nicht aufgeklärt worden. Ja, sie werden dann damit überrascht. Also ich kann, sage ich mal, mit den über 80.000 Stimmen durchaus sagen, wir konnten mobilisieren und wir haben mobilisiert.